Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist gerade Sonntagmittag. Ich bin so müde. Ich habe gerade eigentlich nur kurz eine Pause vom Schneiden gemacht, wäre gerade fast eingepennt. Hab mir deswegen gerade auch ganz kurz eine Schwarztee gegönnt, wird den gleich mal trinken. Bin hier gerade noch mittendrin im Vlog von gestern. Es ist noch ziemlich viel Footage. Ich habe insgesamt, glaube ich, 220 Clips. Also doch ordentlich, würde ich mal sagen. Wetter ist draußen jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Es hat zwar jetzt keinen Regen, es hat aber auch nur 20 Grad. Es scheint die Sonne nicht wirklich. Hält uns zwar nicht davon ab, nachher noch ein bisschen was zu machen, beziehungsweise noch ein bisschen nach oben zu gehen, aber wirklich optimal. Optimal ist es natürlich auch nicht. Ich hatte ja vorher schon ganz kurz gesagt, dass wir uns vom schlechten Wetter nicht abhalten lassen. Werden wir jetzt auch nicht tun. Wir haben gerade ganz kurz Nachmittagssnack gegessen und werden jetzt gleich nach Ulm fahren. Einfach kurz aus Obermünster raus ein bisschen die Stadt anschauen. Ich war da ja mit Jan letztes Jahr schon einmal drauf. Da hatten wir aber leider die Boards dabei. Das ist jetzt natürlich nicht so perfekt, mit zwei Longboards Obermünster zu besteigen. Dieses Jahr werden wir es besser machen, beziehungsweise werden wir jetzt mit meinem Dad so nach Ulm fahren und dann einfach zu Fuß hochgehen, so wie es normale Menschen machen. Angekommen in Ulm, werden jetzt gleich mal zum Obermünster laufen und dann auch mal hochgehen. Mittlerweile ist sogar ein bisschen die Sonne rausgekommen, ist sogar fraglich, ob die nachher immer noch da sein wird, aber man kann es ja zumindest mal hoffen. Angekommen auf der ersten Zwischenetage, beziehungsweise auf der zweiten, aber der ersten richtig großen Zwischenetage. Hier auf jeden Fall Ausblick am Start. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen Pause machen und dann auch mal ganz hoch auf den Turm. Da können wir dann bestimmt noch ein paar nice Shots machen. Ist auf jeden Fall aber allein jetzt schon richtig, richtig cool. Das ist halt immer so ein Thema mit den Daily Vlogs. Einerseits will man natürlich jeden Tag einen richtig guten Vlog produzieren. Andererseits ist erstens nicht jeden Tag viel Zeit und zweitens auch nicht so wirklich viel, was los ist. Beziehungsweise es gibt halt einfach Tage, so wie heute, an denen so gut wie überhaupt nichts passiert. Ich meine, natürlich, ich persönlich habe heute relativ viel gemacht. Beziehungsweise ich persönlich habe heute so gut wie den ganzen Tag geschnitten. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was, was mega spannend für euch ist, beziehungsweise nichts, was man in einem Vlog richtig gut einbauen könnte. Und deswegen gibt es natürlich auch immer mal diese Vlogs, wie zum Beispiel heute oder zum Beispiel auch vorgestern, wo halt einfach nicht wirklich viel passiert. Es ist natürlich nicht wirklich nice, beziehungsweise es ist natürlich nicht optimal, aber wirklich viel ändern kann man daran ehrlich gesagt auch nicht, denn es gibt natürlich immer wieder diese Stellen, wo halt irgendwie überhaupt nichts passiert und der Vlog dadurch natürlich auch deutlich langweiliger wird. Deswegen wirklich Respekt an dieser Stelle an jeden, der Daily Vlogs macht, beziehungsweise dauerhaft Daily Vlogs macht, das Ganze wirklich durchzieht und da auch noch was richtig Gutes bei rauskommt. Ist wirklich richtig, richtig viel Arbeit, vor allem wenn man das Ganze noch neben Schule, Arbeit, Uni, was auch immer macht. Respekt an jeden, der sowas macht. Respekt auch an jeden natürlich, der generell Vlogs macht. Ist auf jeden Fall viel Arbeit. Props gehen auf jeden Fall raus an euch. Na gut, so viel zum Thema. Ich will den Vlog ein bisschen spannend gestalten.
passiert ist halt jetzt irgendwie überhaupt nichts mehr und dementsprechend habe ich auch überhaupt nichts mehr gefilmt. Mein Vlog von gestern ist jetzt zum Glück im Rendern bzw. am Hochladen. Hat es auch echt noch jetzt ewig gedauert und vor allem im Color Grading gab es dann noch so ein paar Probleme. Ist alles nicht so perfekt gelaufen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal ganz schnell diesen Vlog hier schneiden. Sollte ja nicht so unheimlich lang dauern. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass er euch zumindest ein bisschen gefallen hat. Morgen wird es ein bisschen spannender. Morgen geht es nach Heidelberg aufs Schloss. Bisschen Stadt anschauen und generell so ein bisschen in der Stadt rumcruisen. Wird auf jeden Fall richtig cool. Wird auf jeden Fall auch eine richtig lange Fahrt. Ich schaue mal, ob ich ein Notebook mitnehme und vielleicht ein bisschen anfangen zu schneiden. Blöderweise kann ich da eben nicht mit Premiere, sondern nur mit Movie Studio schneiden. Das wäre halt jetzt nicht so optimal. Ich überlege es mir noch. Werde ich einfach mal morgen schauen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.